So, und damit begrüße ich euch ganz, ganz herzlich zum Stream am heutigen Abend. Wir werden heute ein klein bisschen weiter in der Karriere von FC24 spielen und damit Möppi Moon hoffentlich ein bisschen weiter in seiner Karriere bringen. Wir haben ja im letzten Stream einige Spiele spielen können und sind dann auch sowohl in der Champions League als auch beim DFB-Pokal als auch in der Bundesliga bis dato noch ungeschlagen, würde ich sagen. Ja, ich glaube, wir haben. Haben wir schon mal verloren? Ja, in der Nationalelf haben wir schon verloren, aber der Fluch der Nationalelf. Der ist ja sowieso noch da. Da müssen wir mal gucken, wann und wie wir den besiegen. Und ja, an der Stelle machen wir dann also dann heute weiter mit FC24. Wir sind jetzt im Dezember, kurz vor Weihnachten. Wir werden den Verein natürlich nicht wechseln, weil... Wie gesagt, wir haben bis jetzt jedes Spiel gewonnen. Wir sind Erster in der Tabelle. Wenn wir jetzt wechseln würden, würde ich mir das Leben selber unnötig schwer machen. Das mache ich nicht. Wir werden dann den Verein wahrscheinlich einmal zur Sommerpause wechseln. Und dann mal gucken, wie wir dann weitermachen. Also, das Spiel macht mir schon eine Menge Spaß, weswegen ich denke, wir werden zwei Etappen Bundesliga machen in der Profikarriere, dann werden wir einmal gucken, dass wir noch eine englische Liga spielen. Vielleicht machen wir auch anderthalb Bundesliga und dann direkt, ja, ich weiß es noch nicht. Anderthalb, anderthalb wird sich ja auch anbieten, ne? Also zweimal. Ich weiß es noch nicht so. Also wie gesagt, so ganz weiß ich noch nicht, wie wir das jetzt machen wollen. Auf jeden Fall möchte ich die englische Liga auch einmal spielen. Und mal gucken, was wir noch machen. Vielleicht machen wir auch drei Vereine. Das Projekt, also die Profikarriere, endet halt sozusagen ein bisschen spontaner. Und nach der Profikarriere kommt ja auch noch die Management. Karriere, das darf man ja auch nicht vergessen, aber da sind wir, soweit ich weiß, der Manager und sind dann gar nicht mehr so das Spiel an sich. Also, ne? Ich weiß nicht, wie das genau läuft. Wahrscheinlich werde ich trotzdem mit Möppi spielen können. Da müsste man dann natürlich gucken. Fangen wir gleich an, oder? Gibt es irgendwelche Nachrichten? Nee. Wo war denn nochmal Nachrichten? Mitteilung da. Nee. Gibt's nicht. Nichts Interessantes. Dann auf geht's zum Spieltag. Dann fangen wir gleich an. Ohne große Umschweife direkt ins erste Spiel. Heute regiert in der Stadt nur der Fußball. Es gibt nur ein Thema und das ist dieses Spiel, dieses ganz besondere Duell. Ein Duell der Extraklasse mit zwei Mannschaften, für die nur der Sieg zählt. Bleiben Sie dran, gleich kann es endlich losgehen. Da nehme ich natürlich die Offensivpässe. Willkommen in der regnerischen Red Bull Arena. Das ist, finde ich, immer einfacher. An den Geräten ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel begrüßen. Ihre Das ist ein bisschen laut. Kommentatoren heißen natürlich auch heute Sorry, ich muss einmal kurz stehen Wolfsburg bleiben. und Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. RB Leipzig gegen 1899 Hoffenheim. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Da ist einiges drin und wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. Da haben wir die Aufstellung von RB Leipzig. Sie wählen ein konventionelles 4-4-2.
Dürfte von Ihrer Seite also ein ziemlich offensives Spiel werden? Also auf dem Papier. Wir gucken, wie sich das auf dem Rasen darstellt. Aber ich bin ehrlich, das ist schon... Mir macht das echt super viel Spaß, das Projekt. Taktisch heute eher konventionell, 4-4-2. Und das heißt für uns als Zuschauer natürlich, wir dürfen uns auf viele Angriffe, viele offensive Situationen freuen. Xaver Schlager. Das ist Xavi Simons. Amadou Haidar. Hallo. Das könnte gefährlich werden. Alter, sind echt, manchmal sind das Leute, er hätte doch vorher machen sollen, einfach. Nicht so spät erst zu mir spielen. Beste Heimbilanz, wenn wir uns den bisherigen Saisonverlauf ansehen. 7 Siege aus 7 Spielen. Beste Heimmannschaft, das kann sich wirklich sehen lassen. Da haben natürlich auch die Gegner sofort stärkeren Respekt. Die denken sich, naja, wenn es zu denen geht, dann müssen wir auf der Hut sein, um überhaupt eine Chance zu haben. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Und das gibt Abstoß. Ja, schwacher Versuch. Ja, das war schwach. War nicht gut. Der Versuch war eher Käse. Jurasek. Akpoguma. Anton Stach. Mergin Berisha. Ball läuft gut, aber dann machen sie doch den Fehler und verlieren den Ball. Henrichs. Klostermann. Amadou Haidara. Elif Elmas. Moon. Hey! Da muss er hin und holt sich den Ball. Ja. Das war schon ganz gut. Ozan Kabak. Oh. Da ist der Ball weg. Christopher Lenz. Er schießt. Nicht drin. Gehalten. Gehalten. Kampfschrei. Die Ecke kommt, aber am Ende kommt doch nichts raus. Der Ober, der fordert den Ball. Es bleibt gefährlich. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Wäre ja eh abseits, ne? Weil ich da zu doof stand. Nichts anbrennen. Er geht in den Strafraum. Der Ball ist erstmal rausgespielt. Es gibt Strafstoß. Oh, bitte muss ich den machen. Ich habe bis jetzt alle zwei versemmelt, ne? 2 von 3. Beziehungsweise immer hat der Torwart gehalten. Oh, oh, oh. Ja, toll, danke, danke. Druck schon wieder so hoch hier. Wo weiß denn, wo der hinspringt, er? Chance hier 1-0 in Führung zu gehen. Gehalten! Klasse, da hat er geahnt, wo der Ball hingeht. Die Fans spüren, aktuell sind sie am Drücker. Gute Gelegenheit jetzt hier mit dieser Ecke. Ist das jetzt gerade echt passiert? Da kommt die Ecke. Schön geklärt. Xaver Schlager. Das sah gut aus. Klasse, dieser Wolle, tolle Schusstechnik. Oh, ey, das ist unglaublich, ey, dass der diesen Elfmeter auch noch gehalten hat. Warum hat er den gehalten? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Obwohl, auf der anderen Seite bin ich ganz ehrlich, finde ich sogar gut, weil dann ist es nicht so... ja, man hat nicht so geschenkt, dieses... das Tor. Also, ihr wisst, was ich meine, also... Openda.
Gutes zu spielen. Chance zur Führung. Ganz wichtig, da muss er hin. Platz zum Kontern. Ah, da war der andere im Weg. Bin manchmal ein bisschen egoistisch vielleicht eher. Stach. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Hey! Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Jetzt geht er da mit dem Ball nach innen. Gefährlich. Den Ball hält er gut. Er hat sie schwach geschossen. Jetzt der Eckball. Kopfball kam nicht gut, aber... Ja, Kopfballpräzision habe ich, glaube ich, aber auch noch nicht so ultra hoch, ne? Also das ist immerhin schon mal die richtige Richtung. Ja. Aber ich finde es so gut. Von mir aus kann es auch gerne mal mit 0-0 in die Halbzeit gehen, eher. Besser als irgendwie. Ja, viel Einsatz. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Ja, bis ich verkacke! Mit dem Ball am Fuß geht er nach innen. Tolle Chance! Gute Parade! Den Ball kann er klären. Bis ich verkacke. Wout Weghorst. Balleroberung durch Lukas Klostermann. Wer schießt doch? Openda. Nicht nach Openda. Der macht doch Tore. Nein, alles gut. Ich mag, also ich finde, das ist nur Spaß. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Stach. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Elie Velmas. Hallo. Xavi Simons. Machen Sie gut da im Aufbau. Er geht aufs Ganze mit der Grätsche, aber kein Foul. Alles richtig gemacht. Vielleicht die Führung jetzt. Das kann doch nicht sein! Da machen sie einmal das, was ich will. Und dann ist der Torwart trotzdem im Weg. Baumann! Frech! Jetzt die Ecke. Erstmal geklärt. Gutes Pressing jetzt. Sie verlieren den Ball. Boah. Moon. Da kommt der Schuss. Sie machen das Tor, um irgendwie was abzusehen. Ja, sie sind bislang die stärkere Mannschaft. Geht doch. Die Partie ist eine verdiente Führung. Eins zu null ist ja okay. Mit dem ständigen Druck vorher haben sie dieses Tor eingeleitet. Da sehen wir es nochmal. Sehr gut, 33 Tore in 15 Partien, das kann so weitergehen. Trainer sollte zufrieden sein. So, Ball rollt wieder. Hoffenheim nun also im Rückstand. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Grischa Prömel. Aber Schlager. Schlager. Das ist kein Problem. Ja. Der Torhüter hat den Ball. Da habe ich auch zu spät geschaltet, was er wollte. Ball kommt nicht an. Schlager. Das ist Schlager.
Henrichs. Immer wieder diese schnellen Pässe. Sie arbeiten sich so langsam in Richtung Torchance vor. Da zieht er ab. Das macht er sicher. Ja. Aber gut. Ins Studio im Spiel von Union Berlin ist ein Tor gefallen. Ja, wir haben hier das erste Tor für den ersten FC Union Berlin. Schütze des Tores war Jérôme Roussillon. Das war ein echtes Knipsertor. Den Ball brauchte er nur noch über die Linie zu drücken. Neuer Spielstand damit 1:0. 38 Minuten sind gespielt. Danke vielmals für dieses interessante Update. Zumindest in der Szene nicht. Und so langsam entwickelt sich ein Duell zwischen dem Spieler und dem Torwart. Letzterer diesmal mit dem Ball. So langsam entwickelt sich ein Duell zwischen Spieler und Torwart. Oh Mann. Aber meine Quote heute ist leider nicht gut, ja. Ecke in die Mitte. Ah, oh, er kann klären. Am Ball jetzt Xavi Simons. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Leipzig bekommt hier die Ecke und das wäre natürlich jetzt die Gelegenheit, die Führung hier weiter auszubauen. Aber ich hätte gegen einen 1, das ist auch okay. Ecke kommt in die Mitte. Da kann er klären, gut aufgepasst. Und jetzt der Schuss. Einfacher Ball hier für den Torwart. Ja. Hey! Laut Weghorst. Mergin Berisha. Sauber vom Ball getrennt hier. Sauber vom Ball getrennt, ja. Simons. Wir sehen es. Sie lassen sie kommen. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Diesen Pass holen sie sich. Muss er runter? Läuft auf jeden Fall nicht mehr ganz rund. Nachspielzeit eine Minute. Xavi Simons. Amadou Haidara. Amadou Haidara. Die Rufe der Fans, die ahnen hier eine gute Chance. Sichere Parade. Jetzt erstmal Pause. Die erste Hälfte ist vorbei. Oh, das war die erste Hälfte schon. Das ging schnell. Spielerbewertung von mindestens 9. Der war auch den Schuss nicht gehört, oder? Wir machen weiter mit der zweiten Hälfte. Leipzig mit einer guten Leistung vor der Pause. Man ist hier mit einem Tor vorne. Am Ball jetzt Xavi Simons. Kann was werden. Das war nicht einfach. Gute Parade. Macht sich lang. Leipzig möchte diese knappe Führung gerne weiter ausbauen. Jetzt habe ich es weggedrückt. Entschuldigung. Oh ja, das war ganz gefährlich aus. Xaver Schlager. Er schießt. Amadou Haidara. Ob er sich schlimmer verletzt hat, es wirkt zumindest so. Viel Übersicht bei diesem Pass. Da haben sie gut aufgepasst. Und er schießt. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Ja, geht doch. Ich muss irgendwie, glaube ich, noch an der Schusskraft feilen, obwohl eigentlich bin ich sehr zufrieden mit dem, was ich da mache, eigentlich, um ehrlich zu sein. Bleibt am Ball.
und dann ist es auch ein starker Abschluss. Wir tanzen. Hier steht es 2 zu 0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Für viel Diskussionsstoff hat die Meldung von diesem möglichen Wechsel gesorgt, Buschi. Richtig, aber wirklich fix ist da noch nichts. Da müssen wir einfach mal abwarten, wie sich die Karte entwickelt. Stach. Schön dazwischen gegangen. Das muss auf jeden Fall Freistoß geben. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für Leipzig. Dann geht es auswärts gegen Werder Bremen. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Jetzt der Ballverlust. Das ist Xavi Simons. Alleine durch. Sie sind mit 3 Toren vorne. Wieder so ein schönes Tor. Wieder so eine schöne Aktion. Ja, okay, 3-0 geht ja auch noch. Aber jetzt sollte es aufhören, eher. Wir bin ehrlich. Dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Grischa Prömel. Nun Kalle Rabeck. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Oh. Und diesmal habe ich den Pass verkackt. Keine Reaktion, wieder Ballverlust. Die Verletzung scheint doch schlimmer zu sein. Openda. Er holt sich den Ball. Jetzt können sie kontern. Ich glaube, er ist angeschlagen. Sie sollten ihn vielleicht rausnehmen. Moon. Die Fans werden laut, sie fordern jetzt schon einen Schuss. Er hat Tor Nummer 3. Unfassbar. Wahnsinn, seine Form. Der trifft nach Belieben, tanzt die Abwehr ein ums andere Mal. Ich tanze wie ein Gott. Habt ihr gehört? Da setzt er sich durch und dann kommt dieser Hammer. Da gibt es nichts zu halten. Drin ist er. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das gehofft. 4:0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Vielleicht sollten sie ihn runternehmen. Die Verletzung macht ihm wohl doch zu schaffen. Sie bieten sich gut an, immer wieder Anspielschaften. Warte. Damit habe ich, glaube ich, meine Leistung erfüllt, ne? Ja. Lass mich auswechseln. Station, gutes Passspiel. Schießt er ihn rein. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Und damit sind sie am Ball. Pavel Kalashavec. Das Spiel ist gelaufen, da kann ich mich auch schon. Macht er gut hier, klasse aufgepasst. Chance zum Konter. Der Ballgewinn jetzt. Jurasek. Geht vorbei. Flanke kommt rein. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht.
Amadou Haidara. Elie Velmas. Schiedsrichterin geht Vorteil. Und das ist auch genau die richtige Foul. Freistoß. Und das ist eine gute Gelegenheit. Ja, das ist eine gute Gelegenheit, um hier auszuwechseln. Immerhin 3 von 12. Doch gar nicht so schlecht gewesen in diesem Spiel. Ja, simulieren. Das ist okay. 5-0. Wer hat noch einen gemacht? Nochmal Xaver. Ne, Xavier. Ja, okay. Ja. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Irgendwie finde ich es komisch. Ah, Mitteilung. Xaver Schlager, Ellbogenverletzung, 5 Tage. Oh, ist okay. Irgendwie. Hm. Finde ich das komisch, dass ich von meinen Trainern so gar nichts mehr höre. Um die ist es sehr ruhig geworden. Tja, wenn es um meinen Trainer ruhig ist, machen wir nächsten Spieltag, ne? Let's go! Gegen Wolfsburg.